Sie haben Post. Ja, ich habe Post. Aus China. Von Ali. Fangen wir gleich an. Achso, Mehrbeck 22. Da steht's. Ich habe hier das gekriegt. Ein Kissen. Klein, klein Umschlag, süße Kleini. Mit Adhesive Glue and OSASOT. Oh. 1002 SWX 1. Keine Ahnung. Machen wir es auf, gucken wir rein, dann wissen wir es. Okay. Ah ja, das Heatsink Plaster. Ich habe schon jede Menge Wärmeleitplaster. Das ist aber auch nicht so toll hier. Dass das Zeug da so dreckig ist. Ich habe zwar schon welche in so, ich sag schon, so Spritzlein. Die ist von der Wärmeleitung auch nicht schlecht, aber wenn die warm wird, wird die so ein bisschen flüssig. Und jetzt habe ich hier extra nach Kleber gesucht. Hier steht ja auch Glue dabei. Dass das richtig fest wird. Dann gucken wir jetzt mal ins Listing rein. Erstmal, wie lange das gedauert hat, was das für ein Zeug ist und was es gekostet hat. Okay, war nicht teuer. Hat gekostet 1,80 für 2 Stück. Und vom 7. Februar bis 3. März, ja, 3 Wochen. Okay. Das kostet eine Tube 90 Cent. Na, super billig ist das auch nicht. Aber auch nicht super teuer. Und, ach, ist Free Shipping. Hätte man sogar eins kaufen können. Jetzt kosten zwei auch nicht mehr 1,79, sondern 1,38. Okay, günstiger geworden. Und 3,194. Naja, ich habe mal zwei genommen. Eins zum gleich und einen, die sind ja schön hier in diesen Tüten drin. Falls das Zeug dann irgendwie, wenn man es von der Tüte aufgemacht hat, irgendwie hart wird, dann habe ich noch eins im Ersatz. Aber eigentlich will ich das auch erstmal testen, bevor ich da mehr bestelle. Außerdem brauche ich eh nicht so viel. Genau. Die sollen dann da drauf und die sollen dann festkleben. Ich habe hier jetzt so einen kleinen Kühlkörper auf meinem Raspberry Pi Zero. Und immer wenn ich da dran komme, dann verrutscht der. Und dann sehe ich das auch, wenn der läuft, dass das fast so schwimmt. Und den will ich einfach festkleben. Damit, wenn der jetzt nicht gerade, sondern senkrecht steht, dass das nicht irgendwann mal abfällt, der Kühlkleber, und mir dann einen Kurzschluss macht. Ja, okay. Fotos. 5 Gramm jeweils. Und jetzt ist die große Frage, ist das auch ein Kleber? So, date marked in, if you have any questions, bla bla bla. TR922. Da steht irgendwie nichts von dem Datum, wann das gemacht wurde. In einem kalten, trockenen, ohne Sonneneinstrahlung Ort soll man das lagern. It has high strength and fast bonding effect. LED heatsink, good thermal conductivity, strong adhesion, vacuum packaging is not easy to oxidize and dry. Good viscosity, short drying time, bis 200 Grad darf es heiß werden, kurzzeitig bis 300 Grad, und ich nehme an, es ist nicht leitend. ,1 bis 0,5 Meter, je dünner, je besser.
Also Millimeter meine ich, nicht Meter. Das wäre ein bisschen viel. Viel ist in der Tube nicht drin. Okay, 5 Gramm, bla 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 bla, Plaster. Tja, jetzt will ich das auch mal ausprobieren, ob das taugt. Okay, ganz wenig und dann klebt das. Dazu, weil das vielleicht eh eine Sauerei gibt, machen wir das mal damit. Dann versuchen wir mal das. Metall auf Metall, da so drauf. Oder so rum. Doch so rum. Ja, passt besser. Je dünner, je besser. 0,1 bis 0,3. Okay, das muss man erstmal einstechen. Das taucht mir das was? Glaube, jetzt habe ich's. Kann man das eindrehen? Nee. Kommt da schon was? Ah, kommt schon was raus. Dann nehmen wir mal ganz wenig. Wie verteilen wir das jetzt? Ja, wenig nehmen. Jetzt schmieren wir das mal drauf, wie hier so ein. Kleben sollte ja auch. Ach so, kleben. Ist dann vielleicht nicht die beste Idee, das mit dem Taschenmesser zu machen. Geht das dann nicht mehr ab? So, dünn drauf. Das machen wir mal gleich wieder zu. Das machen wir sofort sauber. Oder mal hier kann noch ein bisschen die Ränder. Ja. Gleich mal sauber. Haben wir das zum Schluss eh nicht drauf. Und dann packen wir das Ding da drauf. Drücken es noch ein wenig an. Und dann wollen wir mal das zur Seite legen. Und hier habe ich glaube ich so ein bisschen Bäh drin. Legen das zur Seite. Und zum Schluss wollen wir dann mal gucken, ob das dann auch hart geworden ist. Dann können wir uns nämlich schon mal um den Rest kümmern. Das packe ich hier wieder rein. So machen, reinpacken. Ach, ich habe ja so kleine, dann kann ich das nicht so halbwegs Vakuum um hier wieder einpacken. So, aus der Küche mal so einen Verschluss geholt. Das sind auch so Teile, wo ich denke, die kann man sich eigentlich mit einem 3D-Drucker. Hier kann man dann irgendwie aus der Büroklammer so ein Stückchen nehmen. Die könnte man sich eigentlich drucken. Und dann überlege ich mir, die sind eigentlich so billig hergestellt. Das müsste eigentlich billiger sein als das PLA. Da ein bisschen die Dings raus. Dann ist das halbwegs luftdicht, damit mir das nicht austrocknet. Ja, dann kann man das hier schon. Ne, es. Vielleicht sollte man das auch in Ruhe lassen, solange es abbindet. Ist mal gerade 2 Minuten her oder so. Da stand aber was von fast. Ja, okay. Warten wir trotzdem mal irgendwie bis zum Ende des Videos. Tja, was habe ich noch? Kommen wir da mal rein. Da hat schon ein Mäuschen geknabbert. Okay. Das ist wieder so eine. Ich wette mit euch 2 Dollar pro. Und hat gedauert 9 Tage.
$2 pro Einheit. Das sind wir ja schon im letzten Mailbag. Jetzt habe ich da zwei von. Und die sind ja viel zu klein. Viel, viel kleiner, als dass ich mir das vorgestellt habe. Aber hey, das soll man machen. Und da habe ich schon einen von. Damit habe ich jetzt zwei. Und von den ganzen Fotos sah das aus, als ob das dieses Teil ist, was ich schon hatte. Und da wollte ich das eigentlich erweitern. Na, und dann habe ich es nochmal gesehen für $2. Das ist ja nochmal billiger gemacht, oder? Sieht ja übel aus hier. Und dachte ich, hey, für den Preis, für so ein großes Teil, ist doch geschenkt. Ja, dann ist das Teil nicht so groß. Und geschenkt ist es auch nicht. Aber was ich jetzt hiermit vielleicht machen könnte, ist, ich mache hier unten das letzte ab. Und nimmt das Ganze hier ganz oben. Oh ja. Das geht, glaube ich, nur muss ich hier machen. Und pop das hier rein. Dann kriege ich zumindest ein größeres Stativ. Und hier. Und das hier. Hopp. Hopp. Das werden wir dann. Toll, jetzt ist es woanders abgegangen, wo ich es nicht wollte. Und diese Gummiringe, die sind auch einfach nur so billige Ohrringe, die dann so. Dann kommen wir nämlich auf eine Größe, die vielleicht ein bisschen besser handelbar ist. Aber da ist jetzt hier die, sagen wir mal, die Stabilität nicht mehr gegeben. Naja. Jetzt ist sie schon größer. Jetzt noch so ein bisschen. Jetzt habe ich so 25 cm Höhe. Das ist schon mal besser. Allerdings auch nicht so groß wie das, hoch wie das andere. Aber fast. Aber ziemlich flimsy, würde ich mal sagen. Für eine kleine Kamera könnte es reichen. Man könnte es ja noch weitermachen. Man hat ja mehr. Naja. Das geht so. Ja. Also ich bin immer noch nicht begeistert und es geht schon auseinander hier. Davon brauche ich keine mehr bestellen. Vielleicht lasse ich auch zwei kleine, wenn man wirklich mal kleine braucht. Obwohl, wir brauchen so kleine Dinge. Können sie ja gleich so verkaufen hier. Geht das schon mal? Das geht nämlich nicht. Das sind die Enddinger, die kriegt man nicht direkt da rein. Ja, diese Ohrringe. Doch, kriegt man rein. Mit ein bisschen Anstrengung. Oh, guck mal, ist es nicht süß? jetzt ist es komplett useless. Das mini kleine Superstück. Oh, ja, guck mal. Ja. Fürs Mäuseautokino. Ja, okay. Nächstes Teil. Machen wir mal hier. Das soll eine Original Kingston sein. Mit 100 Megabyte pro Sekunde. Okay. Hier wird aber nur 10 garantiert und hier auch nur 10 und A1. Ich bin so ein bisschen, wenn es die für $2 gibt, am Bestellen und Ausprobieren, was die taugen. Und die letzte hatte mich überrascht, die hat Anfang 70 Megabyte geschrieben pro Sekunde und ist noch runter auf 40. Das war so eine No-Name-Karte, die war schon nicht schlecht. Ich glaube, da habe ich mir auch noch meine von bestellt. Was ist das? Ah, haha, okay. Und das soll jetzt eine Kingston sein. Ist die Frage, ist das wirklich eine Kingston? Canvas Select Plus. Noch nie gehört. Oh, da hinten scheint ein Hologramm drauf zu sein.
Ich glaube nicht, dass die Chinesen sich die Mühe machen würden, das nachzumachen. Also ich gehe davon mal aus, dass das Printed in China ein Original Kingston-Produkt ist. Hatte ich nicht mal eine HDD von Kingston? Habe ich da die Verpackung? Dann kann ich mal das Logo vergleichen. Ich guck mal kurz. Nee, die Verpackung finde ich jetzt nicht. Also normalerweise sind da eigentlich Adapter dabei. Geklebt. Komm raus, ja. Okay. Technical Support. Ah, steht noch was drin. Nee, komm, steh scharf. Steh scharf. Ach komm, dann halt nicht. Nervding. Ja, die wollen wir gleich mal austesten. Und wie ist die da noch mal drin? Okay. Schön hier noch mal. Wieso muss man das so ver? Die scheint hier nochmal irgendwie festgemacht zu sein in diesen beiden Pinöckeln da. Das ist ja echt nervig, ja, ne? Das ist ja echt nervig. Ja, hier oben. Da oben. Okay. Da steht nicht viel drauf, eine Seriennummer. Und da steht halt Kingston Canvas Select Plus. Aber was mich ein bisschen wundert ist, dass das hier auch noch mal so extra an der Seite mit so einem hologrammartig so ein Glitzerlack gemacht ist. Ja, ich hau das Ding jetzt einfach mal in den bewährten HW-Test und mit meinem bewährten Transcend Lesegerät, das ist eigentlich ganz fix. Und schau da mal, was da so rauskommt. Und am Ende des Videos können wir dann mal gucken, ob das denn auch passt. Also ab in den Computer mit dem Teil. Also der fängt schon mal übel an und schreibt nur 14 Megabyte die Sekunde. Wow, hier steht doch irgendwas von 100, oder? Das passt zwar, also das heißt, er muss immer ständig 10 Megabyte die Sekunde mindestens durchgängig schreiben. Aber von den 100 Megabyte die Sekunde, und ich glaube, Kingston macht doch so schlechte Karten auch nicht, oder? Ich weiß ja nicht, ob das nun echt ist. Warum? Da bin ich mir nicht sicher. Wir gucken uns mal das Listing an. Okay, was haben wir da? Wir haben hier 32 GB, da gehe ich mal von aus. 100 Megabyte die Sekunde. Ach, Reading Speed. Okay, naja, das wird sich dann zeigen, wenn er durch ist. Also schreiben tut er gerade irgendwie mit 14 Megabyte die Sekunde.
Das sagen die ja eigentlich auch. 10, 10, mindestens 10 Megabyte. Das ist, tja, mag sein, dass es das ein Original ist, aber dann ist es irgendwie das lahmste überhaupt vom Lahmen. Obwohl, wenn man was schnell lesen muss und langsam schreiben, dann ist das vielleicht auch in Ordnung. Das würde ich nicht unbedingt in den, mit den Schreibgeschwindigkeiten in ein Handy reintun. Nee. Fürs Fotografieren macht es auch weniger Sinn. Da muss man auch schnell lesen. Ja, schnell schreiben. Das ist vielleicht, wenn man, wenn man ein Videogerät hat, da brauche ich auch keine 100 Megabyte die Sekunde. Wo ich dann ein Videofile drauf schreibe, was dann schnell gelesen werden muss. Ja, also werde ich nicht nochmal eins von bestellen. Aber die 32 GB schätze ich mal hat schon. Und witzigerweise, das Ding, was ich bestellt habe, was so ein Fake ist, das ist viel schneller. Das hat nicht 14, das hat 40 Megabyte die Sekunde im Schreiben. Am Anfang sogar 70 Megabyte, wahrscheinlich wegen dem Cache. Okay, also das ist jetzt hier nicht so der Hit. So, werden wir uns auf den warten. Können wir uns das Teil nochmal anschauen. Da habe ich doch nochmal einen USB-Stick bestellt, aber ich habe so, ich glaube, das hatte 64 GB, sollte das Ding haben. High Speed, High Performance. Okay. Ja. Ich habe den Eindruck, dass man mit Micro-SD-Karten irgendwie besser fährt, weil die Dinger sind doch ziemlich langsam häufig. Es ist Alu mit einer Kappe, einen schönen kleinen Formfaktor. Ist hier scheinbar auch nicht zu eng. Hat hinten irgendwie so durchsichtiges Plastik. Also wenn da jetzt eine Leuchtdiode leuchtet, lasse ich das gelten. Ansonsten, warum ist das Plastik und nicht auch Alu? Das kann ich doch so reinschieben dann. Gucken wir uns mal an, was der uns verspricht. Okay, was haben wir da? USB Flash Drive 64 GB ist für 2 Dollar nicht übel, oder? Pendrive, Memory Stick, High Performance Pendrive, High Speed, External Storage, Creative Gift Storage Device, 64 GB in Schwarz. Le Fotos. Brennt Jaster. USB 2.0. USB 2.0, das heißt schon mal, er schafft es nicht über 40 Megabyte, weil sonst würde man dann Dreier machen. Ja, der Vorteil von den Dingern ist, du brauchst halt kein Lesegerät. Und wenn die halbwegs schnell sind, ist das immer mal schön, um irgendwie ein OS zu booten oder sowas. Und das ist auch recht stabil, kann man da mitnehmen. Obwohl diese Öse mit Plastik würde ich nicht so viel trauen. Tja, gucken, was wir uns versprechen. Viel aufs Äußere und ich habe noch keine Datenrate gelesen. Ja, Multi-Protection. Klar kann ich das im Wasser schmeißen, aber dann oxidiert es. Tut mal nicht so, als ob das wasserdicht wäre. Oh, 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 oh. Super lahm. 10 Megabyte bis 18 Megabyte Lesegeschwindigkeit, 7 bis 8 Megabyte. 5 bis 8 Megabyte Schreibgeschwindigkeit, ja, das glaube ich. Das ist ziemlich schlecht. Wenigstens ist es ehrlich wahrscheinlich. Da kann man ja noch mal gucken.
Selbst da hier, die 64 Gigabyte sind eigentlich nur 58 bis 60. Also, wo ein Gigabyte nicht eine Million Byte ist, sondern ein Gigabyte 1,000, also wo das Kilobyte 1024 Byte hat. Und das Megabyte 1024 Kilobyte. Und das Gigabyte 1024 Megabyte. Und das Terabyte, ach nee, so weit sind wir ja nicht. Ja, also kann man nicht viel falsch machen. Ist auch hübsch. Ich werde den mal auch trotzdem testen. Da muss erstmal der andere fertig werden. Aber da steht ja schon mal, wie langsam der ist. Machen wir uns nichts vor. Aber das ist das Richtige für zum Beispiel wegen des kleinen Formates. Könnte man das zum Beispiel in so einem, ich habe noch alles aufgelegt, so Minis, die Speaker reintun. Ich meine, dieser Mini-Speaker hat jetzt auch einen SD-Karten-Slot, aber der ist doch hübsch, um den hier reinzustecken zum Beispiel. Doch, so rum. So rum. Okay, das passt nicht ganz rein, weil er zu dick ist oben. Ja, wahrscheinlich hat er keinen richtigen Kontakt, oder? Ich kann ihn mal anschalten. Hat irgendwas erzählt. Ah, da sehen wir auch, da ist die. Was war das? Mangi-Mode. FM. Bluetooth? Um ihn nochmal zu hören. Long-Me-Mode. Long-Ing-Mode. Hä? Auf jeden Fall leuchtet das da rot hinten dann, wenn er. Und hier die Disco. Disco! Die Lichtorgel da ausmachen. Okay. Wir müssen also erstmal auf den auf die Micro-USB-Karte warten, weil ich werde nicht zwei Sachen gleichzeitig testen. Sonst ist der Bus ausgelastet und das verfälscht dann die Testergebnisse. Kommen wir doch jetzt einfach mal zu dem, der hat jetzt na, eine gute halbe Stunde gehabt. Das hier ist popelig geworden, schmierig popelig. Und ne, bis selbst so halbwegs, wie riecht denn das? Das riecht nach nichts. Das werden wir am Ende dann auch noch mal austesten. Auf jeden Fall kann schon mal das Dings hier nicht weg. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und ist es auch gegen das Anfassen. Wenn ich reibe, dann. Okay, dann kriege ich es noch ab. Das eigentlich gar nicht so schlecht ist, muss ja nicht jetzt wie Sekundenkleber halten, sondern so ein bisschen halten. Das reicht mir dann schon, dass das hier oben nicht mehr weg, wenn man ruckelt oder wenn man so und das scheint. Gucken wir uns das dann am Schluss nochmal an, wie sich das entwickelt, aber das passt mir schon mal ganz gut. Ja, okay. Warten wir auf die Karte und dann zeige ich euch da die Ergebnisse. Bis dahin pausiert das Video. So, da wäre ich wieder mit dem Testergebnis. Also das Ding hat 29.831 Megabyte. Die vollste Schreiben hat 33, also 34 Minuten ungefähr gedauert. Und die Durchschnittsrate waren 14,7 Megabyte im Schreiben. Was nicht so toll ist. Im Lesen war es besser, da waren es fast 80 Megabyte, also 79 Megabyte ziemlich genau. Ja, kann man benutzen, um davon zu booten. Zum Beispiel ein kleines Betriebssystem drauf zu tun, das Draufschreiben von dem Betriebssystem oder ein Virenchecker oder sowas. Dauert dann zwar ein bisschen.
Aber es dann auszulesen, geht dann doch recht fix. Ich werde es wahrscheinlich in meine als MP3 benutzen. Dann dauert das Kopieren von den 32 Gigabyte an MP3s halt ein bisschen. Aber das reicht. Ja, ist eigentlich schon wieder zu viel für. Das braucht er nicht. Da reichen ja irgendwie, weiß nicht, 100 Kilobyte oder sowas von MP3, ne? Keine Fehler, also die 32 Gigabyte sind echt. Naja, und hier haben wir nochmal Schreibrate und Leserate. Ich glaube schon, dass das ein Original ist. Ist halt irgendwie halt die Canvas. Ist wahrscheinlich das Superlame von Kingston. Und die 100 Megabyte pro Sekunde sind Bullshit. Also er schafft höchstens 79 von 100 Megabyte. Nee. Nicht mal, wenn die Sonne scheint und mit Rückenwind. Glaube aber trotzdem, dass das Original ist. Und ich habe auch schon gute Sachen von Kingston gekauft. Ich habe eine SSD von Kingston gekauft. Die war wunderbar. Tja, die haben wahrscheinlich auch irgendwie Low-End und High-End. Und das Ding kriegt man in Europa wahrscheinlich so gar nicht zu kaufen. Da steht ja auch was in Chinesisch da unten drauf. Wo sind wir hier? Und man sieht, das ist hier irgendwie für den chinesischen Markt. Da haben wir so ein kleines, naja, ich würde sagen, Hologramm ist das nicht. Das ist mehr so ein. Okay. So, dann stecken wir mal den Kollegen da rein und gucken, was der liefert. Das kann noch länger dauern. Also macht euch. Naja, ihr habt's gut. Ihr seht das Ergebnis in 5 Sekunden. Ich muss jetzt eine Stunde oder sowas warten. So, da wäre ich wieder, hab den durchgemessen. Es hat gedauert, sage ich euch. Und wie sind die Werte? Lahmarschig. Ja, wir haben da ungefähr knapp 60.000 Megabyte. Wenn man das da rumrechnet, sind das denn diese 64 Gigabyte? Hat auch ohne Fehler das gelesen, was geschrieben hat. Also es sind 64 Gigabyte, was ja schon mal nicht schlecht ist für 2 Dollar. Aber die Schreibrate sind halt nur 6 Megabyte. Ah, ist das langsam. Fickt mich, wenn er fertig geschrieben hat. 2, 3 Viertelstunde hat das gedauert, den einmal voll zu schreiben. Lesen ist auch nicht so viel schneller. Ja, geht aber mit 21 Megabyte die Sekunde. Allerdings, den Stick zu lesen, dauert auch eine Dreiviertelstunde. Also, schnell ist anders. Vergleichen wir doch das nochmal mit den Versprechungen. Lol, Screen-Stacking. Ah, nee, das will ich dick, scharf. Okay, also, die Read-Speed 10 bis 18 Megabyte. Da haben wir sogar 21, ist besser. Und man muss ja auch sagen, das ist der Durchschnittswert über komplett. Wir haben den ja komplett gelesen. Also wenn dann Cache drauf ist auf dem Stick hier, dann wird er vielleicht beim Lesecache dann kurz reingelesen, dann ist er voll und dann muss er mit der Minimalgeschwindigkeit. Also die 21 werde ich eigentlich immer haben oder mehr. Und er sagt ja, okay, read 10 bis 18. Ist okay, die lügen hier nicht. Und write 5 bis 8 und wir liegen hier mit 6 drüber. Also langsamer als 6 wird es nicht. Am Anfang waren es, glaube ich, sogar 8 oder sowas. Das Ding ist lahmarschig, aber man darf den Leuten nichts vorwerfen. Die haben reingeschrieben, ganz fair, wie denn die Specs sind. Und die stimmen. Und haben hier sogar geschrieben, dass das
Was haben wir denn hier? Haben wir 59.983 Megabyte. Haben hier sogar geschrieben, das ist 58 bis 60 Gigabyte. Also GB ohne das I. Nee, nee, mit dem I, die neue Schreibweise. Das alte GB ist ja das neue GIP. Für mich ist ein Gigabyte, hat immer noch die Basis 1024. Das war schon in den 80ern so. Egal. Sagen wir, 64 Gigabyte sind ungefähr 58 bis 60 Milliarden Bytes. Und die Amis und die Engländer rechnen auch komisch, bei denen ist eine Milliarde eine Billion. A billion. Was bei uns eine Billion ist, ist bei denen a trillion. Egal. Also, da sind sie auch total ehrlich. Das Listing ist vollkommen in Ordnung. Ist halt nicht so super schnell, ne? Kann man aber immer noch gut für MP3s benutzen. Aber ich habe ja schon den etwas langsameren Stick für mein MP3, aber ja, das ist jetzt, selbst wenn man da so ein Betriebssystem drauf hat, ist das Lesen auch nicht so schnell. Aber für was Kurzes wie hier ein Memcheck, Memtest 86 oder sowas, das hat ja irgendwie nur, wie groß? Ich glaube, das ganze Image sind 100 Megabyte? Nee, nicht mal. Naja, dann ist das in 5 Sekunden hochgestartet. Man kann das Programm benutzen. Für sowas ist okay. Da brauche ich aber gar keine 64 Gigabyte für. Aber für den Preis, komm her. Wenn du. Ach ja, und das leuchtet hier hinten rot. Und blinkt rot, wenn er schreibt. Okay, das dazu. Er ist langsam, aber es ist ausnahmsweise mal kein Beschiss dahinter. Es ist ehrlich und sogar untertrieben. Also das hat ja Seltenheitswert. Aber China-Plattform bei Ali. Also daher würde ich dem Händler sogar eine positive Bewertung geben, aber wir sind hier nicht bei eBay. Das war AliExpress. Jetzt ist ja unser Dingszeug hier inzwischen wie alt? 5 Stunden ungefähr? Ja, so lange dauert das, diese Tests zu machen. Und? Ja? Es klebt. Wie gut klebt es? Das Zeug kann ich hier. Es ist kein Epoxy. Ich kriege es. Mit Gewalt kriege ich es noch runter. Ich habe hier eine Schicht. Ja, das. Ich weiß nicht, ob das jetzt so toll wärmeleitend ist. Aber zur Not kriege ich es wieder runter. Und kann das Zeug. Okay, das ist jetzt noch so ein bisschen cremig. Creamy. It's creamy. Und ja, das ist eigentlich das, was man sich wünscht. Es ist jetzt kein Epoxy-Zeug. Wenn ich den Kühlkörper von dem Chip mal wieder runterkriegen will, schaffe ich das, ohne den Chip zu beschädigen. Aber das Zeug fällt nicht von alleine runter. Es hält auch initial so ein bisschen, damit es nicht runterrutscht, falls wirklich ein Kühlkörper mal so angebracht werden muss. Und so nach ein paar Stunden, das waren jetzt so 4, 5 Stunden, 5 Stunden, ja 5 Stunden, hält es auch gut, ist durchgehärtet und ja, das war hier dieses Heatsink-Plaster. Wie gut das jetzt Wärme leitet, weiß ich allerdings nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das ganz gut ist. Das wird ja wohl die Wärme gut leiten, oder? Kann natürlich sein, dass ich jetzt auch Nivea-Creme nehmen kann. Oh, jetzt habe ich eine Marke genannt. Penaten ist genauso gut. Oder besser. Oder schlechter. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit so Cremes nicht aus. Was gibt es noch für Cremes? Egal. Ich kriege ja kein Geld von denen. Ich darf dann sagen, was ich will. Man kennt das ja. Oder die von Ja, oder die von Rossmann, oder DM, oder ach, was weiß ich, was es nicht alles gibt.
Aber ich schätze mal, dass die schon die Wärme halbwegs gescheit leiten. Und man kriegt es auch wieder ab. Wahrscheinlich sogar halbwegs. Ich probiere das ruhig mal. Halbwegs sauber. Sonst kratzt und rubbelt. Tja, dann ist das Metall schöner, als dass es am Anfang war, oder? Also, passt für fast nichts. Und sonst habe ich ja noch, wenn es nicht verrutschen kann, habe ich mir irgendwann mal die hier gekauft. Das ist irgendwie dasselbe Zeug. Das kam dann in so kleinen, hübsch, süßen Spritzen. Und da ist wirklich nur ganz, ganz wenig drin. Und ja, wenn da eine leer ist, kann ich die ja damit auffüllen oder ich lasse die hier drin. Aber ich glaube, so kann man besser dosieren. Vielleicht habe ich sogar eine leer. Und da schraube ich dann halt Plaster drauf, beziehungsweise Kleber. Das kann ich hier eigentlich auch draufschreiben. Stift. Stift. Kleber. Schauen wir auch noch mal drauf. Nicht, dass ich irgendwann mal nicht mehr weiß, was das ist. Aber man kriegt es ja auch noch runter. Also, ich glaube 80 Cent, nee, 90 Cent ist aber jetzt billiger geworden. Ist gut. Kann man machen. Das hat man also, diese Plasterzeug. Den hier. Ach ja, wo ist sie denn? Ja, und dann hatten wir ja noch dieses kleine Ding da, glaube ich, ne? Jawohl. Das ist also das, was heute angekommen sind. Die 1, 2, 3, 4 Teile, oder war das mehr? Okay. Langsam. Obwohl, um diesen ging's. Aber ich habe immer das Gefühl, dass man mit Micro-SD-Karten schneller dabei ist als mit Sticks. Sticks sind halt so praktisch, die kann man direkt da rein und die sind so lütt. Die sind auch schön klein, aber die sind so lütt. Die verliert man. Obwohl, ich muss mir mal irgendwie ein Aufbewahrungssystem für Micro-SD-Karten designen und ausdrucken, dass ich die schön irgendwie organisiert krieg. Und ich glaube auch, das ist ein Original, weil, wie gesagt, hier das steht auch Kingston. Aber ich glaube, das ist die Billigvariante für den chinesischen Markt. Keine Ahnung. Ob es die in Europa eigentlich regulär zu kaufen gibt. Über Amazon oder bei Mediamarkt oder Saturn oder Tefi oder bei den ganzen anderen. Wie hieß eigentlich der Markt da? Diese Euronix? Gibt es das noch? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt durch mit diesem Mailback und wir sehen uns dann im nächsten. Macht's gut und bis dahin, ne? Tschüss.